CLL steht für chronisch-lymphatische Leukämie. Und diese Krankheit gehört zu den Gruppen der Lymphomen, meist mit einer sehr guten Prognose über Jahre hinweg. Und sie lässt sich bei den allermeisten Patienten aus einer einfachen Blutentnahme diagnostizieren. Nur selten braucht es eine Knochenmarkprobe oder gelegentlich auch mal eine Lymphknotenbiopsie. Die chronisch-lymphatische Leukämie, wenn man sie diagnostiziert, ist es allermeistens so, dass sie noch gar keine Therapie braucht. Das heißt, dass man es einfach nur beobachtet, die Patienten in gewissen Abständen sieht. Diese Phase wird auch als Watch-and-Wait-Phase bezeichnet. Und eigentlich erst, wenn man merkt, dass die Krankheit den Patienten im Alltag stört, das heißt, wenn eine für ihn spürbare Blutarmut auftritt oder Lymphknoten, Störenschwellen, Allgemeinsymptome, Müdigkeit auftreten, dann braucht es eine Therapie. Und die heutigen Therapieformen sind sehr gut, in den allermeisten Fällen auch sehr nachhaltig. Im Normalfall haben die Patienten nach einer Therapie über viele Jahre wieder Ruhe, bis vielleicht später dann irgendwann nochmal eine Therapie notwendig ist. Wenn das C in CLL steht für chronisch, bisher ist man davon ausgegangen, dass es nicht heilbar ist, dass es die Patienten begleitet. Jetzt mit den neuen Therapien gibt es unglaublich lange, sehr gute Verläufe, wo man 8, 10 Jahre später immer noch sieht, dass die Situation stabil ist. Und dann fragt man sich natürlich schon, ist es heilbar? Ich glaube, dass es eine Gruppe von Patienten gibt, wo es heilbar ist. Es ist aber sehr schwierig vorauszusagen, welche Patienten das sind. Jetzt die neuen Medikamente, die zielgerichteten Medikamente, die führen zu sehr langen Remissionen. Das sind eigentlich Tablettentherapien, die manchmal auch am Anfang noch kombiniert sind mit Infusionen. Das sind Behandlungen mit sehr guten Aussichten. Wir befinden uns auch gerade so in einem Paradigmenwechsel, der eigentlich bei der CLL stattfindet, dass man die klassische Immunochemotherapie verlässt und jetzt die zielgerichteten Therapien die Behandlung der Wahl sind. Ist im Moment eine sehr wichtige Frage. Es gibt sehr gute Daten, wo wir schon jetzt wissen, dass bei einer Erstbehandlung diese neuen Medikamente einerseits besser verträglich sind, aber auch auf lange Sicht besser wirksam sind. Diese Daten sind relativ frisch, sind aber eindeutig und es dauert immer 2, 3 Jahre, bis dies anerkannt ist und auch von der Kasse kostenpflichtig übernommen wird. Das heißt, wir befinden uns im Moment dort in einer Überbrückungsphase, wo es sehr günstig ist, wenn man diese Medikamente dann innerhalb von einer Studie unentgeltlich bekommt und gleichzeitig natürlich dann auch zum Fortschritt beiträgt. Also im Moment kann man wirklich sagen, dass eine Studienteilnahme für die CLL-Patienten ein klarer Gewinn bedeutet. CLL-Patienten werden von erfahrenen Hämato-Onkologen betreut und bei diesen Personen findet auch die Therapie statt. Diese erfahrenen Hämato-Onkologen, die können in einer niedergelassenen Praxis, an einem Zentrum, an einem Spital sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber die Behandlung findet normalerweise nicht beim Hausarzt statt. Man beobachtet das. CLL-Patienten haben gehäuft Hautprobleme. Auch wenn sie in der Watch-and-Wait-Phase sind und noch keine Therapie brauchen, einmal pro Jahr sollten sie zu einem Hautarzt gehen, der die Haut überprüft. Verschiedene Hauttumore können auftreten. Letztlich, warum das genau so ist, verstehen wir nicht komplett. Es ist so, dass das Immunsystem spielt eine Rolle, auch bei der Haut. Das scheint die Empfänglichkeit für Hauttumoren zu erhöhen. Aber woran das letztlich liegt, haben wir noch zu wenig verstanden. Also es gibt bösartige Hauttumore, wo es wichtig ist, dass man die frühzeitig erkennt und auch behandelt. Daneben kann es aber auch gutartige Hauttumore geben, die trotzdem lokal recht unangenehm sein können. Deswegen eigentlich einmal pro Jahr eine hautärztliche Kontrolle sollte man jedem CLL-Patienten empfehlen.
einerseits ist es die CLL selber, die die Immunologie beeinträchtigt, also wo das Immunsystem gerade bezüglich Antikörperbildung, Kampf gegen Virusinfektionen beeinträchtigt. Aber noch mehr als die CLL können natürlich auch die Therapien das Immunsystem beeinträchtigen. Das sind dann vor allem Infekte der oberen Luftwege. Es ist auch so, dass Impfungen häufig etwas weniger gut greifen und dadurch dann auch Infektionen häufiger sind bei CLL-Patienten. Ich glaube, bei einem CLL-Patienten kann man ganz normal alle empfohlenen Impfungen regulär durchführen. Man muss sich aber bewusst sein, dass der Impferfolg bei vielen Patienten geringer ist. Das heißt aber nicht, dass man es nicht machen soll. Nur schon wenn der Impfschutz leicht ist, ist es für mich trotzdem ein Grund, bei CLL-Patienten die normalen Impfungen zu empfehlen. Ich glaube, ein CLL-Patient muss ja trotzdem normal leben. Sich komplett zurückzuziehen ist falsch. Natürlich ist das Risiko für Infekte der oberen Luftwege natürlich jetzt auch in der Covid-Pandemie höher. Da ist es vor allem auch wichtig, dass das Umfeld das weiß, dass das Umfeld gut geschützt ist mit Impfungen. Und bei CLL-Patienten kann man natürlich auch den Impferfolg messen im Blut. Da kann man die Patienten auch beraten, wie strikt, dass sie sich schützen müssen. Da sehen wir auch individuelle Unterschiede. Also letztlich informieren, sich über Impfungen schützen, aber ich glaube, sich vollständig abzukapseln wäre falsch.